Hallo und herzlich willkommen hier bei Baujax Let's Play Dark Souls 3 in Coop. Und New Game Plus. Und New Game Plus. Also eigentlich ist der Titel schon viel zu lang, um bei YouTube oben in die Leiste zu passen. Ja. Dark Souls 3 Let's Play German plus New Game Plus und dann noch Coop. Also ich weiß nicht, ob das klappt. Ah, verfickte Hurenscheiße. Kriegt dann halt, bedürfen. Ja. Wir dürfen halt keine Titel für die einzelnen Episoden genau haben. Tut uns leid. Egal. Auf jeden Fall, wir haben, also ich habe hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, yeah, das ist, also, du bist auf jeden Fall ein gutes Phantom. Ja, ich gebe mir große Mühe. Das finde ich aber auch wirklich sympathisch, wenn du halt wirklich in einer Gruppe spielst, wo die Leute auch cool sind und so weiter, dann macht es auch wirklich, wirklich Spaß. Ja, bis jetzt habe ich wirklich... Wenn du Idioten dabei hast, die dann sich selbst wieder zurückschicken oder so, das finde ich dann auch immer kacke. Ja, teilweise habe ich schon erlebt, dass wenn ich, also ich habe mich selber dann zurückgeschickt, weil ich dann im Bossfight, der mich vor Bossfights gesammelt hat, und dann war ja meistens, meistens ist es immer ja die Hidden, ja, das war jetzt. Bist du ins Feuer gegangen? Ja. Okay, aber du lebst noch. Alter, was hast du eigentlich für einen kranken Lebensbalken? Wie viel Vigor hast du denn eigentlich? 39. Alter, 39? Ja, ich habe halt immer 40. Ich hab 27. Aber egal. Ich gehe halt immer auf. Ja, Vigor ist echt eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Aber irgendwann denke ich mir so, okay, irgendwann reichen aber auch die Leben. Gerade wenn du, ja, wenn du Ember, also wenn du gekindelt bist. Oh, da kommt schon der Lothric Knight. Der auch gar nicht zu unterschätzen ist. Gerade am Anfang. Vor allem am Anfang. Für neue Spieler, da habe ich mich wirklich öfters die Zähne ausgebissen. Ja, bis ich dann mal wirklich mal so ein bisschen... Ich glaube, das auch da kann man gerne noch mal separat mal den ersten Eindruck Let's Play von uns gucken. Von mir und Artax damals, als wir das gestreamt hatten. Weil ich glaube, meine Reaktion war irgendwas von wegen, Alter, chill mal, Alter, jetzt komm mal runter. Weil der einfach meinen Ausdauerbalken so runtergehauen hat, wie bekloppt einfach, weißt du? Und das ist einfach so geil an dem Spiel, dass es halt auch so schön schnell ist. Und so schön schnelllebig. Aber es ist halt, der ist halt auch gut platziert. Also muss man sagen, die haben jetzt nicht noch irgendwelche anderen Gegner halt platziert, die halt Stress machen, weil die entweder dann da eh nur... Ja, konzentriere dich dumm, ruhig mal. So. Dass die... Versuchen daherzukommen. Nee, ich warte auf der anderen Seite. Genau, warte einfach auf der anderen Seite, denn wir können ja da... Genau. Ist ein Shortcut auch, Shortcut dazwischen. Ach, verdammt. Ich wollte cool rüberspringen, aber... Das passiert immer, wenn man Dark Souls versucht, cool zu sein. Also, ja. Ah, scheiße, klappt ja nicht. Nee, wo wollte ich... Ach, das war genau das Gegner-Placement. Weil da hinten, ja, wirklich keine andere... Die chillen ja, die anderen drei Gegner, die da noch rumsitzen, die chillen halt. Und solange wie du nur gegen ihn kämpfst, hast du keine anderen Gegner. Für halt etwas schwierige Gegner. Und ja... Hier sehen wir mal wieder schon früh im Spiel, diesmal wirklich sehr früh im Spiel. Und auch verdammt viele im gesamten Spiel, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet. Eine Mimik! Eine gute Mimik, ja. Kann ich nicht angreifen, weil ich habe mich gebufft und verliere die ganze Zeit Leben. Wenn man jetzt genau auf dem Deckel guckt, dann sieht man, dass er gerade ein bisschen bewegt hat. Oder der gute Trick mit der Kette. Die Kette hat sich nach vorne gekräuselt und dann war das nicht so toll. Ja. Das ist immer schön drauf achten, Kinder. Ich habe keinen Mana mehr. Hatte ich gerade eben, als ich es gezockt habe, hatte ich gesund Probleme mit dem Kollegen hier. Ach ja, schön. Und er droppt dasselbe Item wie beim letzten Mal. Die Deep Battle Eggs. Aber die Mimics, die machen auch einfach Spaß. Vor allem, es gibt hier eine Stelle, wo du kannst auch Gegner aufeinander aufhetzen. Da gibt es diese eine geile Stelle, wo du einen Mimik gegen einen fiesen Dämon kämpfen lassen und der kickt einfach die Scheiße aus dem Dämon raus. Das ist so geil. Ja. Sehr gut. Boah, ich freue mich jetzt schon auf die Szene, wenn wir da hinkommen. Vor allen Dingen, es geht ja auch relativ fix eigentlich, ne? Das wusste ich gar nicht. Ich habe halt mir dann irgendwann die Undead, diese Charms. Genau, diese Amulette geholt. Mhm. Kann ich ja mal kurz zeigen. Damit kann man die wieder einschläfern lassen, und wenn man das mehrmals macht, dann kriegt man auch einen tollen Kopf. Genau, also quasi die einschlafen lassen, und das ist halt random. Jedes Mal, wenn die schlafen, hast du das Potenzial für ein neues Item.
Und wenn du die halt quasi, sobald die mal aufwachen, also wächst sie auf, lässt wieder einschlafen und dann guckst, ob das drin ist, okay, mal wieder aufwecken, wieder einschlafen lassen und wenn sie dann halt noch nicht drin ist, so dann halt nochmal probieren, solange bis du es halt hast, ne? Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Mechanik. Also ich mag auch, dass du das so ein bisschen exploiten kannst, wenn du das halt auch kannst, weißt du, weil egal wie schnell du versuchst, die da irgendwie, nice plunging attack. Also du musst ja, also sie haben immer noch einen Schlag zwischen, bevor sie wieder einschlafen, ja, quasi, und da musst du halt trotzdem auch schon das quasi gut können. Eben. Pow! Stirb, du Drecksau. Du hast mir gerade... Ich hab Schaden gemacht. Ich bin nützlich hier. Ja, natürlich bist du nützlich. Ja. Und... Okay, ja. Diesmal, ob er sich diesmal verwandelt bei mir? Ja, Tatsache. Das war eben so bescheuert. Pow! Und da sieht man jetzt schön den Effekt von Feuer halt, ne? Ja. Der zieht ultra halt viel ab. Also ja, ich habe fast 700 Schaden gemacht. Und das ist halt schon hardcore, gerade bei diesen Monstern. Und die zappeln dann auch nicht mehr so rum, weißt du? Ja. Das ist auch total nervig. Deswegen, wenn ihr Probleme mit den Viechern habt, infuse einfach mal euer Langschwert oder sonst was. Ja, oder holt euch einen kleinen das Short Sword, gibt's ja auch da, oder irgendeine andere Waffe, die ihr halt findet. Und benutzt das, den Feuergam und macht das. Ich glaube, das Uchigatana, wenn man das quasi direkt aufwertet, auf so hoch, wie man es halt mit Titanite Shards machen kann, auf plus 3 und dann mit dem Fire Gem infusen, dann kannst du direkt den höchsten Schadensoutput quasi bekommen, den du am Anfang haben kannst. Und jetzt, ich versuch's jetzt mal ohne, denn hier ist das nächste Item. Okay. Da oben drauf? Ja, da oben drauf. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Also im normalen Spiel ist da nichts? Ist da nichts, nein. Ah, okay, das ist natürlich interessant. Ich mag ja auch sowas, wenn die quasi auf zusätzliche... Ha, verdammt. Oh, das... alter Schwede, ey. Wo bist du denn jetzt runtergesprungen eigentlich? Ach, Feuerbomben, toll. Jetzt raff ich auch, wo du bist. Bei dem anderen NG Plus, das hat das wieder mal beim Anfang. Auch wenn es gar nichts bringt, ich will es einfach mal probieren. Huia! Ha, ich hab's geschafft. Ja. Das ist immer so. Der Meister der Sprünge. Jetzt hier einmal kurz cutten, so, wie ich bei Arno Londo damals so abgefuckt habe. nicht Arno Londo, sondern verdammt, wo war das denn nochmal? Ja. Sands Castle. Genau, Sands Castle. Sands Fortress, nicht Castle. Das ist Castle, ja. Übrigens, wenn ihr Phantom seid, habt ihr von allen Estus-Flakons, die ihr so habt, auch nur die Hälfte. Was auch so ein Punkt ist, das merkt man jetzt nicht unbedingt so schnell so, aber muss sich halt wirklich drauf einstellen, weil ich habe jetzt nur noch zum Beispiel 3 Estus-Flakons, während der gute Ranton einfach nochmal plus 10 davon hat. Ja. Aber du hast ja auch überhaupt keine Mana-Tränke, ne? Du hast überhaupt diese Ashen Estus-Flakons, hast du gar nicht, ne? Gar nichts davon. Aber weil ich ja Pyromane bin, dann lohnt sich das schon, halt den Mana-Balken mal voll zu haben. Und halt auch meine Speerattacke, die verbraucht ja auch ein bisschen Mana. Und halt, das ist halt cool, wenn man sich immer buffen kann. Hui, ja. Ach, ich liebe diese Speerattacke, die macht so krassen Schaden. Oh, fick dich. Irgendjemand hat mich angeschossen. Ich habe halt für Turtle-Gegner oder ob jetzt NPC oder ob jetzt andere Gegner, andere Spieler oder NPCs, ja, kann ich halt, wenn die Turtle mit ihrem Schild durchhauen. Genau, dieses Boom. Ach so, das Ding, okay. Ja, du kannst halt auch einfach auftreten, dann kannst du auch einen Crit-Schaden machen. Das hat mir im PvP so oft halt nicht den Arsch gerettet, sondern eben jeden kaputt gemacht, weil ich halt die ganze Zeit mich zurückgezogen habe und irgendwann treten einfach meine Verteidigung auf und dann so, ja, und jetzt? Das kann ich dich sofort krippen, weißt du? Und das ist halt auch nicht immer die optimale Lösung. Ja, Turtle generell. Weil, wer brauchst du da für... Also Turtle meint hinter einem Schild verstecken. Genau. Sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ja. Weil es einfach irgendwann, hast du entweder keine Ausdauer, also oder du musst halt massig Sachen in Ausdauer stecken, um die Schläge halt zu fressen zu können. Ja. Ja, oder du wirst halt dann dementsprechend auf den kritischen Punkt und du hast halt nicht so viel Ausdauer und ja, irgendwie ist das dann immer, ja, weiß nicht. Man muss halt irgendwann mal aus sich heraus und ein bisschen offensiver wirken. Ja, auf jeden Fall. Ja.
gerade in Dark Souls 3 wird es auch mehr belohnt als in Dark Souls 1, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich weiß gar nicht, also obwohl zu dem Zeitpunkt, wenn das hier rauskommt, dann hatten wir schon den Kampf gegen Artorias, ne? Ja, stimmt, ja, genau. Ist ja jetzt quasi schon draußen. Und das ist zum Beispiel auch krass, weil du auch damals quasi schon selbst gesagt hast, von wegen, du bist einfach raus aus dem Spiel, einfach nur weil es halt eine etwas andere Art des Spielens ist, weil du halt da schon so drin warst in Dark Souls 3, in diesem Offensiven, dass du da einfach Probleme hast, dich dann in diesem langsamen Tonus irgendwie erstmal wiederzufinden. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an an so Street Fighter-Zocker, die dann ein anderes Prügelspiel nicht so lang spielen können, weil sie sonst ihren Skill verlieren in dem einen Spiel, weißt du? Ja, das ist nicht immer dieser Skill oder so, sondern ich finde es halt... Und diese Gewöhnung halt. Ne? Ja, die Gewöhnung. Und das habe ich ganz oft. Ich habe eine Zeit lang, gerade wo wir halt in Dark Souls 1, habe ich ja immer so gefarmt. Da habe ich halt sehr lang Dark Souls 1 gezockt und habe dann quasi, nachdem ich da fertig war, Dark Souls 3 gemacht und ich habe Dark Souls 3 so auf den Sack bekommen von den einfachsten Gegnern. Weil die einfach so viel aggressiver sind als der Scheiß, der in Dark Souls 1 so passiert. Und, ach verdammt, scheiße. Oh Gott. Da muss man nicht sagen, dass jetzt das Spiel sich dadurch verändert oder die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit verändert sich damit nicht. Das ist halt eine ganz andere, die Mechanik ist halt, die dann halt den Unterschied macht. Und auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen wichtigen Key. Genau, der bringt uns zu Grey Red. Genau, zu einem netten kleinen NPC. Ob das eine Referenz an, okay, du guckst in Game of Thrones, aber da gibt es auch den Charakter von Grey Worm. Und ich dachte mir halt so, hey, ist vielleicht eine Referenz dazu, weißt du, weil du hast halt Grey Red, der halt aus der unteren Schicht kommt, du hast Grey Worm, der halt auch so ein nicht so ehrenvoller Charakter eigentlich ist. Beziehungsweise aus einem komischen Umfeld quasi kommt. Ja klar. Also es gibt ja auch hinterher einen Charakter, wo man wirklich sagen kann, im Grunde genommen ist es ein Anspieler auf Game of Thrones. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Typ, wofür ich hier Rüstung quasi habe, meinst du doch, oder? Ja. Ja. Und hier ist noch ein wichtiger Gegenstand. Ein Essos-Shard. Der bringt uns aber im New Game Plus quasi gar nichts. Uns nichts, weil wir schon die Essos-Flakons ausgemaxt haben. Aber für die Leute halt, die das Spiel nochmal von vorne beginnen, vielleicht den übersehen haben. Ich habe es auch übersehen. Ich hatte einmal durchgelaufen und hatte dann hinterher gemerkt, ich brauche noch, irgendwie fehlen mir noch ein, zwei Estus-Shards und geguckt und irgendwie muss doch einer sein. Und dann bin ich halt hier auch nochmal die Punkte halt abgegangen, bin halt hier hingekommen und hab's hier übersehen. Ja, das ist mir auch passiert bei den Estus-Shards, aber dann später, das habe ich auch gegoogelt, so von wegen, wo ist denn eigentlich der letzte, weil ich hatte irgendwie 9 gefunden und dachte mir halt so, okay, es gibt garantiert 10. Weil es so der Standard quasi ist. Und dann halt auch gefunden und dachte mir so, hey, okay, cool. Das Astora Straight Sword, das ist ja eigentlich das Schwert von Oscar, der Typ, der uns ganz am Anfang befreit hat in Dark Souls. Da muss ich auch immer wenn ich so Astora-Sachen sehe und auch die Elite Knight Armor, denke ich immer sofort so, ach, Oscar. Was eigentlich auch ganz cool ist im Tutorial-Level, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, da gibt's so einen Charakter, der so, da wo du die Ashen Essos Flakons zum ersten Mal bekommst. Stimmt. Der Typ, der da so liegt, der liegt da genauso wie Oscar, halt nachdem er von dem Asylum Demon von der Decke runtergehauen wurde quasi. Und auch, Ach so, du bist schon da unten. Ja. Sorry. Macht nichts. Und natürlich auch, der... hat ja auch, glaube ich, auch die Elite... er hat auch die Elite Knight Armor. Ja, genau. Das ist quasi sein Markenzeichen so ein bisschen mit dran. Ich meine den, der da rum... Ja, meine ich ja. Gut. Deswegen erkennt man ihn ja quasi als ein solcher wieder. Ich finde es übrigens urwitzig, dass gerade die Viecher, also diese fetten Ritter, also die wirklich auch fett, also adipös sind quasi, dass die quasi als Engel gezeigt werden. Wo ich denke, okay, jeder andere Ritter ist eigentlich ein Engel, außer die. Also rein vom Erscheinungsbild her. Aber die können auch ganz schön krass nerven, gerade wenn man die krasse Variante von denen später noch sieht. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ja. Hast du eigentlich mal diese Dual Weapons ausprobiert? Nennt mal, was ist denn? Hab ich noch nicht. Würde ich aber auch gerne mal. Diese Gotthard Twin Swords, die habe ich mir jetzt mal auf +6 hier gemacht. Und die wollte ich eigentlich verwenden für den Playthrough, aber die waren mir noch ein bisschen zu schwach. Ja, meistens dann musst du... Die musst du halt dann schon ausmaxen. Ich habe noch einen Slab übrig. Ein Titanite Slab. So, jetzt sind die nächste schönen Sprungpanzer. Ja, ich bin schon gerade runtergefallen. Ah, sehr gut. Ha. Weißt du, ich krieg den einen Sprung hin, dafür kriegst du den anderen Sprung hin. Das ist Fairness in Dark Souls. Genau. Eine gewisse Solidarität ist dann doch noch da. Ja, dann krieg ich doch nicht den ganzen Hate ab, wie, oh, du kannst dich voll... wir werden invaded! Oh nein. Oh shit, und hier sind so viele Leute. Okay, wir machen auf jeden Fall schon mal den Shortcut frei. Ja, das wollte ich...
Dann renn einfach mal durch, ich halte ihn auf. Ich habe sowieso noch einen Essflakon. Der ist irgendwie in der Wand gesteckt. Sehr gut, okay. Ach so, okay, ich dachte schon, der NPC. Da unten ist er. Hey, Girl. Das ist jetzt quasi, das ist quasi nur ein Podcast für euch. Der PvP-Podcast. Haha, als ob ich dafür reinfallen würde. Schnell. Das Item können wir uns gleich holen. Ich musste ihr unterstützen. Seelische Unterstützung leisten. Go for it! Alter, was ist das für eine Riesenflamme, ey? Okay, das hole ich mir gerade. Ja, klar. Haro, ich komme und rette dich! Ja, hoffentlich. Okay, er hat viele Eschen. Ach, er hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Eschen-Essensflakons. Ach, verdammt. Ja, aber der Scheiße. Kann... Ich mag das, dass man jetzt auf jeden Fall schon mal mehr PvP auch hat. Such ihn so um Kiten. Und dann... Ha! Haha! Ha, ha. Ah, der geht jetzt zu den Rittern dahin. Das ist voll die lame Strategie. Dann soll er halt kommen. Na und? Ja, er hat den Auftrag. Warte mal, ich guck gerade mal im Inventar, ob ich da... Verdammt, der kommt da jetzt, ne? Alter, der hat mich hier gleich. Das ist zum Kotzen. Fuck! Ich wollte gerade ein Divine Blessing nehmen. Aber was hat er denn für einen krassen Pyromantie-Zauber? Ich will den ja auch haben. Ja, das sind, glaube ich, die von... Hä? Was deine... Mad Spirit found something and returned to their home. Okay, wahrscheinlich ist das schon duty fulfilled quasi, sobald du irgendeinen tötest. Ja, ja, genau. Der hat ja den Covenant... und jetzt kommt der Dark Moon. Danke! Ein bisschen zu spät. Ja, ohne Scheiß, ey. Danke für den geilen Tipp hier, ihr Wichser. Nee, der ist ja bei dem, ich kann das eben zeigen. Ja, mach das nächste Folge, weil wir müssen aufhören. Wir müssen leider aufhören. Mount Mekkas ist der, ich wollte nur den Namen halt. Ach so, okay. Und da ist halt egal, ob du jetzt den Besitzer der Welt oder ein Phantom umbringst. Ja. Beides bringt dich halt ist damit deine Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, an dieser Stelle Schluss zu machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Haro wieder an Bord ist. Und dann können wir da auch weitermachen. Haut rein, bis dahin, ciao. Tschüss.